Wie gefällt euch Berlin? Es geht. Das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, weil das hat der Eike König letztes Mal schon gesagt. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Also wir sind total begeistert von Berlin und würden es am liebsten gegen München eintauschen. Einfach die Städte versetzen, dann wären wir so im Vorort von Berlin. Wir kommen ja, sagen wir mal, eher aus einer Gegend, die relativ ruhig ist, sehr ländlich, wo man jetzt nicht permanent Inspiration hat von viel Kultur und vor allem Underground, Popkultur. Und für uns ist es immer extrem inspirierend, dann in Kreuzberg zu sein zum Beispiel und diese Kultur zu erleben. Wir haben einige Freunde hier in Berlin, vor allem ein Berliner Songwriter und Musiker, Tex heißt der, www.tvnoir.de, der hier auch eine Liedermacher-Show macht. Und wenn wir da sind und da zuschauen, ist man dann schon fast immer irgendwie wehmütig, weil man merkt, wie wenig bei uns eigentlich so geboten ist kulturell. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass es für uns auch wichtig ist, dass wir unsere Schleuse wieder zukriegen, dass wir halt jetzt keine Reizüberflutung haben, wie es dann passiert, wenn wir in Berlin sind und so viele Sachen sehen und Gestalter sehen. Und dann auch wieder in unser Atelier zu kommen, unseren Ofen anzumachen, da zu sitzen und Ruhe zu haben und um uns herum nur Natur zu haben und dann einfach auch zu merken, das sind jetzt wir, das ist jetzt nicht die Stadt oder irgendein anderer Künstler, sondern ja, das macht uns ruhig und deshalb ja, wäre es gut, Beutezüge zu machen nach Berlin und dann heimzufahren und ja, wieder reicht uns aber auch, wenn wir irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Monate immer in einer großen Stadt sind, das ist eigentlich ausreichend und ansonsten ist es wirklich schön, wenn wir unbeeinflusst sind, eigentlich von der Kunst von anderen, auch oft beruhigend zumindest. Genau. Wie gefällt euch die Typo Berlin? Gut, noch besser. Und ja, wir haben gestern erst unseren Vortrag gehalten um 18 Uhr, waren davor schon ziemlich nervös natürlich, weil das für uns eine sehr große Bühne einfach war und haben uns deshalb auch noch wenig angeschaut von den Vorträgen. Da freuen wir uns jetzt heute drauf, dass wir locker drin sitzen können und das wirken lassen können. Aber es war jetzt einfach ja schon toll, so viel Resonanz zu spüren, viele Studenten schon mal da. War einfach für uns die erste richtig große Bühne jetzt einfach. Das ist schon toll, in so einem riesen Kolosseum da sprechen zu dürfen, was einfach ganz was anderes ist als jetzt in einem Klassenzimmer mit einem schlechten Beamer und einem beschissenen Ton irgendwie einen Vortrag zu halten. Und insgesamt waren wir jetzt auch sehr positiv überrascht, dass sehr viele Studenten auch da sind, dass es sehr locker ist und dass es jetzt gar nichts von einer steifen Veranstaltung hat, sondern dass es eigentlich sehr salopp wirkt und ist auf jeden Fall eine schöne Sache und vielleicht kommen wir in ein paar Jahren nochmal hierher. Wie gefällt euch die Comic Sans? Ja, die Comic Sans ist ja so die meistgehasste Schrift der Grafikdesigner. Wir finden es eigentlich interessant, dass die diese Comic Sans zu bewerten und mal zu überlegen, warum ist die beim Laien wirklich so populär und auch mal so herauszufinden, warum ein Laie, was ein Laie daran toll findet. Und ich glaube, daraus kann man wieder interessante Schriften entwickeln, die wirklich vielleicht mehr Qualität haben als die Comic Sans, aber halt den Laien irgendwie mitnehmen. Also heißt es das nicht, dass man die Comic Sans als Raster nimmt und daraus eine Schrift macht, sondern dass man irgendwie sieht oder versucht zu analysieren, was sind die Assoziationen, die ein Laie hat, wenn er die Schrift verwendet. Und warum findet er die gut und kann ich jetzt eine Schrift machen, die gut ist und gut lesbar und trotzdem für einen Laien genauso attraktiv? Vom Denkmodell oder vom Denken her ist für uns da eigentlich immer wichtig, dass man sich erst überlegt, was wirkt denn eigentlich auf unsere Umwelt und sich daran dann auch orientiert und schaut, wie kann man jetzt was gestalten, was wirklich wirksam ist und nicht sich so als Obertypograf und Kommunikationsdesigner da so sich zu ja, darüber zu erheben und bestimmen zu wollen, was gut ist. Natürlich ist es auch unser Job, einen gewissen Standard zu setzen, was Gestaltung betrifft, das ist klar. Trotzdem finde ich es eigentlich
gerade sowas wie die Comic Sans eigentlich einen sehr interessanten Diskussionspunkt, um wirklich mal herauszufinden, ja, was fasziniert denn an Laien allgemein an Gestaltung und was ist vielleicht nur für uns als Spezialisten sichtbar. Ja. Wie gefällt euch Manuel Ecker? Manuel Ecker braucht man, glaube ich, nicht so viel darüber sagen. Der hat uns, muss man den erklären, das ist wirklich jemand, der Künstler, der uns am meisten geprägt, beeinflusst und auch berührt. Ja, genau. Ich glaube, man muss über ihn nicht viel sagen. Das ist einfach ein Mensch und ein Gestalter, der das Herz am rechten Fleck hat und der auch kämpft für die gute Sache. Der uns wirklich auch berührt hat. Und bei mir ich muss jetzt auch kurz aufpassen, dass ich bin einfach sehr nah, sehr emotional in dieser Geschichte drin, dass ich einfach auch gemerkt habe, was wirklich Gestaltung ist. Also ich meine, Manuel Ecker das erste Mal gesehen habe, von Weitem natürlich nur, wir hoffen mal, wir kommen immer näher hin. Und ja, ist einfach ein ganz großer. Vielen Dank. Danke, dass du da bist. Halt die Ohren steif. Alter Kumpel. Vielen Dank. Okay, danke.